Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Englerin zu einem neuen Part Minecraft Story Mode. Und wir starten in die letzte Episode, in Episode 8 von Minecraft Story Mode. Das Ende der Reise? Fragezeichen. Es ist ein Fragezeichen, es ist kein Ausrufezeichen, es ist kein Satzpunkt. Es ist eine offene Frage, ob es denn auch das Ende der Reise ist. Ja, wir werden es sehen. Wir starten direkt in Episode 1, 8. Ich wollte gerade schon 1 sagen. Na, das wäre ein bisschen schlimm, wenn wir jetzt erst am Anfang wären. Auf geht's, Episode 8. Zuletzt bei Minecraft Story Mode. Previously on Minecraft Story Mode. If these builders truly existed, and if you found their temple, that means we're one step closer. That's not what I was expecting. See, this is what I'm talking about. We're stuck in a rut, go through a portal, avoid dying long enough to get back to this stupid hallway. Wash, rinse, repeat? Yes. Nice if whoever made these left some sort of signs, guideposts. You can call me Harper. Your bravery is an impressive quality. I look forward to studying that aspect of your personality once you have been made useful. We'll see about that. What is that? This is the redstone heart. Beautiful. It can help you find your way home. How is this gonna do that? The answers you're seeking, the old builder's atlas, your way home, they're all right up those stairs. Adventure? Abenteuer, ja. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Schauen wir mal, was dahinter ist. Was haben wir denn in der Treppe sich befindet? Neue Abenteuer wahrscheinlich. Dann mal voran, würde ich sagen. Ach, das Redstone Heart können wir wieder mitnehmen. Das Redstone Herz. Na dann, mit dem Herz weiter nach oben. Gehen wir nach Hause. Hoffentlich am Ende dieser Treppe, der Weg nach Hause. Just yesterday, we were building this place. Still don't agree with some of the aesthetic choices. Very odd. Und du kommst von hier? Das ist eine gute Frage. What's the big deal? It's a big deal because we've been in the old builder's world this whole time and you didn't tell us. There was never time to bring it up. Kind of thought I'd never need to come back. Wow, hier ist hell. Wow. Sieht ja ein bisschen aus, das erinnert mich an... I'm sensing a story here. Ja, wie hieß das Spiel gleich nochmal? Das Spiel heißt Miitopia. So hieß das. Miitopia. Sind das diese Welt zum dunkelsten Fürst? Ich hab das Spiel so lange nicht mehr geguckt. Es ist schon eine Weile her, dass ich das beendet habe. Aber wer das Let's Play bis zu Ende verfolgt hat, der weiß, was ich meine. Die andere Welt. Dann geht's hoch mit den Leuten. Zum letzten finalen Kampf. Are you joking? You think you're nice? Yeah, I don't know if you remember the whole Pama thing, but hey, I have. Das sieht wirklich ein bisschen so aus. Das sieht so ein bisschen wie eine zerrupfte Welt, so. Eine Welt zwischen den Portalen, so ein bisschen, ja. Wie grenzt es nach der Underwelt aus? Wurde natürlich vor der Underworld geschaffen, also vor dem Miitopia, glaube ich zumindest. Und ja, du wirst uns helfen, oder? Nicht wahr? Na komm.
Du wirst uns hier nicht hängen lassen. What kind of complications? Na, hoffentlich nicht so viele. Hoffentlich wird es da keine großartigen Komplikationen geben. Keine gigantischen Schwierigkeiten. Ja, sie verbirgt irgendwas. Das ist ja wohl irgendwie offensichtlich. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Ja, das ist auch richtig. I'm sorry to hear you feel that way, Jesse. Sorry. I just couldn't resist a good eavesdrop. I promise you both, I am trying to help. You just gotta go. Aha, eine Tür. Und dahinter geht's weiter. Time to step through and find out. Ich weiß nicht. Sollte man das machen? Ja. Es ist sehr hell. Oh. Ein Hintern halt. Das war doch ein Hintern. Ein Hintern halt. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh wei. Nein. Oh Kacke. Sieht schlimm aus hier. Wettkämpfer, ist ein Spiel. Oh, wei. Zack, hier ausweichen. Oh, 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 wei, ja. Wir müssen das Spiel überstehen. Okay. Jetzt müssen wir im Survival-Kampf hier überleben. Oh wei, jetzt wurde ich getroffen. So ein Mist. Das war ein Fehler. Au. Was ist denn hier überhaupt los? So ein Chaos hier. Eivor helfen. Petra kommt schon zurecht. Die haben wir so oft schon nicht gerettet. Die hat so oft schon überlebt. Die ist ein Meister der Survival-Kunst. Obwohl. Oh. Sieht gerade nicht gut aus. Petra und Lucas. Ach du Schande. Die sind beide tot. Nein. Oh. Obwohl, jetzt wäre Ivo und Lucas tot. Was läuft denn hier? Innerhalb von wenigen Minuten hier. Alle tot. Und zumindest die meisten. Ach du Schande. Können wir mal hier ein bisschen Ordnung reinbringen? Was zum Henker? Es ergibt alles gar keinen Sinn. Und was läuft hier? Kann das uns jemand mal erklären? Was geht hier? Was passiert? Hang on, dude. I am not in charge here, okay? It's them. Yes. Die Spielemacher. Okay. It definitely is strange, Mavia. What is going on here? I want an explanation. Immediately. Okay, wieder ein paar verrückte Leute, ein paar irre Typen, die uns das Leben schwer machen. War ja klar. Ein paar Dippen muss es ja mal geben. Ja, könnt ihr uns bitte erklären, was hier gerade abläuft? Wir sind hier gerade hergekommen, beziehungsweise wir wurden geschubst. Was passiert? Die Regeln, ja, dann erklärt uns doch vielleicht erstmal die Regeln, ja, was hier überhaupt abläuft, was das Spiel hier ist. Das ist mir. Ich bin neu hier. Seid ihr jetzt alle verrückt? Ja, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin hier absolut ohne Ahnung.
Na, das hoffe ich doch sehr. Obviously, they come back and then we have them go work in the mines. Jesse! Das sind die Minenarbeiter oder was? Das ist vielleicht auch nicht gerade besser. Wohin bringt er sie? Ein Spiel, in dem man, wenn man verliert, zum Sklaven in den Minen gemacht wird, das finde ich gerade sehr gut. I'm sure our fans would love to know how you got here. Spill! Go, why bother? They all end up... Sie kommen auf einer anderen Welt. Ja, da können wir es ja bestimmt mal offen sagen hier. So schlimm wird's nicht sein. Störenfried, ja, hallo, wir wurden hier einfach reingeworfen und... Ja. Hallo. Ah, Harper. Na, mit dir habe ich nur ein Wurz zu reden, die uns einfach runterschubsen hier. Und die Mutter überraschen, jetzt darf da mal mitspielen. Ich will vorher nichts sagen, oder was? Wir versuchen nach Hause zu kommen. Genau so sieht's aus. Können wir nachher mal mit Harper vielleicht ein kleines Minütchen reden? Das ist hier nicht so ganz optimal gelaufen. Uns einfach so überrumpeln und da runterwerfen, das gehört nicht so. Das sieht so aus. Vielleicht bist du so freundlich und bist uns nach Hause zu kommen, dann müssen wir den Atlas nicht wegnehmen. Wir brauchen den ja nicht unbedingt, wir können den ja dann wieder zurückgeben. Ja, wir können auch gemeinsam gehen und du verabschiedest dich dann am Portal und gehst wieder zurück. Das wäre doch eine gute Zwischenregelung. Das wäre doch eine gute Sache. Aber ich befürchte, der wird es nicht mit sich reden lassen. Ja. Connecten Item. Soll ich irgendwas eintauschen im Zimmer? Mit Krone. Ja, das ist die berühmte Krone der Eversource-Quelle. Nicht wertvoll. Das war wohl falsch. Ich habe hier einen weißen Kürbis. Seit Cassie raus. Wo? Das wird da liegt, dass Cassie den getragen hat. Stimmt. Weiße Kürbisse sind nicht gerade so nicht wertvoll. Mit Feuer und Feuerstein und Stein gebe ich bestimmt nicht her. Ich habe Sweatstone Hearts werde ich bestimmt auch behalten, das werde ich noch brauchen. Ich habe ein Diamantschwert, das ist doch bestimmt irgendwas wert. Wow, a sword. Is it sharp? Ah, die sind nicht so begeistert. Das Sweatstone Hearts. Okay, ja, kann man bestimmt irgendwie. Ja, ist irgendwie blöd, dass wir das geben, aber na, wenn wir dafür wegkommen. Oh, but I didn't bring it back. Jesse did. There's no toy, Slugger. How about you just hand it over, huh? It could be, Nicht bevor wir ein Deal abgeschlossen haben. Ich gebe dir jetzt nicht einfach nur den Redstone Herz und du sperrst uns dafür ein. Never look at your insignificant face again. Without the Atlas? But we need that to get home. So, not
Das ist ein sehr miserables Angebot. Wir können vielleicht ein bisschen feilschen und ein bisschen was Besseres machen. Hadrian heißt er. Vielleicht hast du mal ein besseres Angebot gegen das Whetstone Heart. Ja, wir brauchen hier Atlas. Aber du kannst uns auch, wie gesagt, einfach helfen. Du kannst einfach mitkommen und dann wieder zurückgehen. Das ist einfach die einfachste Lösung. Und dann müssen wir. Ja, du kannst dann trotzdem das Whetstone Herz kriegen und ja. Ich traue dir nicht. Nein. Der sieht verrückt aus. Isn't that right, Hadrian? Oh, yeah. Otto is a real stickler for the rules. All right, then. Aha, was soll ich dazu sagen? Now, add it on your own time. Oh, but there's one other thing I want. If they lose, Harper... Wenn wir verlieren, geht Harper auch in die Minen. Okay, und wenn wir gewinnen, was dann? Kriegen wir den Atlas und dürfen gehen? Oder was? Na super. Jesse, this was not part of the plan. Wrapped up in one of Hadrian's deals. Und du hast uns irgendwie belogen, ja? Da wollten wir gerade schon um Wort mit dir reden. Du hast uns geschubst. Einfach überlistet. Im Hintern halt. Okay. Sieht nach neuen Challenges und Herausforderungen aus. Challenge und Herausforderung ist zwar genau dasselbe, aber... Ja, die Intros. Die Schriften, die der Kommentar Delta Games präsentiert. Jetzt kommt gleich das Minecraft Story Mode Logo. Mojang. Jetzt werden wir zu Gladiatoren dieses wahnsinnigen Spiels. Indem wir, wenn wir verlieren, in die Minen eingesperrt werden. Und das Minecraft Story Mode Logo. Nice, Episode 8. Ist nun unser Part. Die Quarzminen. Warum werden die Verlierer einfach dort reingesteckt? Sieht nicht nach Spaß aus. Schaufelplanet. Ja, das Ganze hier sieht nicht sehr nach Spaß aus. Sieht hier ziemlich nach Gladiatorenschule und sehr viel Ärger und Ernst im Leben aus. Das ist moderne Sklaverei. Nicht moderne, sondern ziemlich altertümliche. Das ist echt der Sklaverei. Aber wir werden das schon überstehen. Wir werden uns in den Spielen behaupten und wir werden unsere Freunde da rausholen und dann werden wir, ja, in unsere Welt zurückkehren. Ja, das stimmt. Wir könnten es unter Umständen gemeinsam hier raus schaffen. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen, aber jo, wir schaffen das. Wir haben schon andere Abenteuer geschafft. Das schaffen wir jetzt hier auch noch. Ja, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Was gibt es denn hier? Fadesmeet. Hallöchen, wer bist du denn? Ja, er ist jetzt hier dem Wächter oder was? Das ist der große Türsteher. Was machst du denn hier so?
Wo sind meine Freunde? In the mines. Duh. And they're not going anywhere. Not on Facebeat's watch. That doesn't mean just stand there. Get my friends now. Genau so. Facebeat doesn't negotiate with meanies. Ich bin Facebeat. Facebeat was busy slamming mad reps at the gym and missed lunchtime. You see? So Facebeat's hungry. Do something about that. And Facebeat'll think about getting your friends out. Ah, er ist also bestechlich. Kann man also was machen? Das Portal. Wollte gerade sagen, das sieht nach einem Nether-Portal aus. Das heißt, die arbeiten im Nether. Oh, weil. Also rede mit ihr dort. Vielleicht hat sie was zu sagen. Vielleicht kann sie uns auch helfen und uns unterstützen in der Aktion. Freunde rausholen. Facebeat. Ballisten. Ablenken, die Ballisten. Hast du meine Freunde gesehen? Speaking of my friends, have you seen them lately? Nope, sorry. They're like probably in the mines. Boah. So sieht's aus. Leider sind die bad karma. I will never do that to one of your friends again, because man, I do not want to be on your bad side. I gotta say, you keep playing like that and you'll be like Tim status. Tim who? Tim. Ein Tim. Okay. Tim. Tim, wenn die Tim. Der kleine Timmy. People could like already be talking. They're gonna like see stuff. Compare you to Tim. Versuche nur nach Hause zu kommen. Ja, das ist die richtige Antwort. I'm not here to be a Tim. I just want to get home. Tim. Der Tim-Status, Tim, die Legende, die Tim, hier ist alles Tim. Ja. I still feel super bad about taking out your friend. I owe you. So if you ever need anything, you just come and ask. Shall? No, I mean seriously. I mean anything at all. Ja, ich muss meine Freunde befreien. So sieht's aus. Okay, let me guess. Facemeat skipped lunch again. Ja, so sieht's aus. Du hast einen Vor, du kannst uns weiterhelfen. Das ist gut. Sind wir schon beim Ernsten hier. In der ersten Person am richtigen Flecken. Sie hilft uns weiter. Ah, dann schlechten wir mal. Da komm. Schlafsaal. Okay. Sind die Gladiatoren untergebracht? Wie es ausschaut. Der Tim ist hier wohl eine richtige Legende. Der wird ja wohl verehrt. Das reicht für ein Brot. Und dann ernten wir ein bisschen Weizen schlagen. Zack. Plant as I go. Ja. Auch ein bisschen pflanzen. Damit auch mal wieder was wächst. Zwei Weizen-Dinge haben wir schon. Drei Weizen-Dinger. Und dann vierteln wir uns nicht mehr. Wir schon weggehen. Gegangen werden. So, Brot craften. So schaut's aus. Werkbank. Holzbretter. Achso. Ich wollte gerade sagen, wozu brauchst du bei einem Brot Holzbretter? Und du brauchst eine Holzbank. Eine Holzwerkbank. Jo. Das sieht doch sehr nach Holz aus. Und ich kann nicht davon ein bisschen was bekommen, um damit eine Werkbank zu bauen. Ja, irgendwie schon. Tut mir auch leid, aber wir mussten selber überleben. Ich wollte das nicht. Ja, schwamm drüber. Wird schon wieder.
Wir holen auch die aus den Minen. Wir befreien einfach alle aus den Minen. Eine große Befreiungsaktion machen wir da. Wenn wir den gewonnen haben. Schaffen wir schon. Tim hat die Spiele gewonnen. Wer ist dieser Tim? Vielleicht können die uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Das Holz, da kannst du mir nicht weiterhelfen. Holz. Schlagen. Dann nehme ich mir vielleicht einfach mit. Und, na komm, zack. Ich baue einfach alles Holz ab. Oder auch nur ein bisschen was. Das reicht für eine Werkbank. Ja, soll sich einfach nehmen. So, Werkbank. Und dann wird gecraftet. Jetzt gibt's was zu essen. So, Korn, Weizen. Ich bräuchte mal ein Rezept. Brot macht man also so. Wusste ich noch nicht, danke. Drei Weizen nebeneinander. Ein Brot. Sehr gut. Muss mir merken für Minecraft, dass es später auch eine Option gibt, wie man sich ohne Fleisch ernähren kann. Ist ja immer nicht schlecht. So, dem können wir jetzt mal sein Brot geben, damit er dort verschwindet und uns vielleicht auch hilft. Ich habe etwas Brot. Das ist doch eine Weise, dich zu bestechen. Ja, ist nicht Kuchen. Ich hatte gerade keinen Kuchen. Das ist ja, das ist, womit wir nehmen müssen. Yep, das Brot gibt es nicht umsonst. Wir müssen uns dafür helfen. Unsere Freunde. Jesse. Hello. Hey, Ivor. There's been something I've been wanting to say. Aha. About how you saved me back there in that day. I really appreciate it, Jesse. Wir sind Freunde. Ja. Kann man so sagen. Ja. Und gerne geschehen, Ivor. Ich hab dich gerettet. Oh. Da sind sie, Lucas und Jesse. Lucas und. Ihren Dingens. Vergesse Namen nochmal so leicht. Petra. Petra, Petra hieß sie. Ja, sorry, dass ich den Namen vergessen habe. So, es sind nur Spiele. So viel dazu schon mal. Klingt doch nach einem Plan. Das klingt natürlich auch nicht sehr positiv. Und für alle Ewigkeiten dort und dann. Wildfremde Person. Ja, das ist ja hart darum. Ja, wir können gewinnen. Wir kriegen das hin. Wir werden schon die Aufgabe meistern und wir werden uns umstellen. Wir werden es wie Tim machen. Wer auch immer dieser Tim war und was er geleistet hat. Across the finish line. Tim seems fantastic. Well, you're out of those according to Harper. Und wie werden es genauso sein? You're allowed to stay here in the village. That's right. Your friends weren't supposed to go to the mines yet. I am sincerely sorry about that. Jesse, this is Na klar, es dir tut dir leid. Und tut dieses dir sorry. Du bist auf unserer Seite. Du hilfst uns. Ja klar, die Regeln. Man könnte uns auch einfach die Karte geben und ja, ich habe es schon mehrfach gesagt.
Es gibt so viele einfache Lösungen, aber man muss ja mal mit Spielen und mit kniffligen Abenteuern hier ankommen. Die verrückten Deppen hier. Ja, das könnte wirklich sein. Solange ich nach Hause komme, ja. Muss man nur überleben. Das kriegen wir hin. Wir werden überleben. Ja, wir werden uns auch in die Regeln halten. Jeder wird sich in die Regeln halten. Und wir schaffen das. Wir müssen ihm vertrauen. Ja. Sieht so aus. Können wir uns momentan nicht ausruhen, wenn wir hier vertrauen. Wir müssen die Spiele bestehen. Und dürfen wieder auch niemandem vertrauen. Ja. Eigentlich dürfen wir niemandem vertrauen. Außer unserem Team. Also Haber dürfen wir auch nicht vertrauen. Eigentlich auch nicht. So schaut's aus. Ja, da sind wir drin im Lager, im Schlaflager, im Trainingslager oder was auch immer. Wir werden die Gladiatoren scheinbar aufgefercht, gelagert, in Teams aufgeteilt oder was auch immer. Vorbereitet auf den Kampf. Ja. So sieht's aus. Die Neuankömmlinge. Ja, sein wie Tim. Ein guter Tag für einen Wettkampf. Ja, und ich würde sagen, ja, unterbrechen wir das Ganze hier an dieser Stelle, auch wenn das gerade ein bisschen unpassend war vielleicht. Im nächsten Part geht's weiter. Damit ich nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfürst verpassen wollt. Man sieht sich. Haut da rein. Ciao, ciao. Bis denn.